Am Samstagabend ist es in einem Azubi-Wohnheim in der Stresemannstraße zu einem Feuer gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr von der Brandmeldeanlage des Gebäudes alarmiert. Vor Ort drang dichter Rauch aus einem Fenster im zweiten Stock. Dort hatte eine Bettdecke aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.